Alles klar, Kamera. Sehr gut. Sehr gut positioniert, Kamera. Ja, nachdem wir das letzte Mal eine halbe Stunde gebraucht haben, um überhaupt hierher zu kommen, ein bisschen Palaver, ein bisschen gewinnen und gewinnen, ein bisschen kämpfen, sind wir jetzt hier. Und jetzt wollen wir mal gucken, was der Drache braucht. Halle, kannst du reden? Wimmer! Verflixt. Dieser Drache sieht aus, als würde er von einer Fliege abhauen, Mann. Nicht so wie der, gegen den wir gerade gekämpft haben. Der war ganz schön heftig. Aber der ist doch Kranktröpfchen. Was ist denn los mit dir, Tenny? Tenny. Flügel gezerrt, Horn gestochen. Komm schon, Junge. Wir können dir nicht helfen, wenn du nur rumstehst und jammerst. Ich glaube, er will uns etwas sagen auf die Drachisch. Du weißt schon. Bist das nicht Olli? Na, wenn du meinst, dann sollten wir uns mal anhören, was er zu sagen hat. Ja, du meinst? Himmel, Olli. Bist du träge? Mit wie vielen Tieren hast du dir schon geredet? Und du weißt doch immer noch nicht, was zu tun ist. Benutze den Zauber. Ich weiß. Das wollte ich doch gerade sagen. Ja, das haben wir schon viel gemacht. Ja, welcher Zauber war das gewesen? Geile Zutat, Medium. Nein, du bist kein Geist. Einblick, giftiger Apfel, Zauberbesen. Naturnähe. Genau, da mit Tieren zu sprechen. Warte, da hattest du zu hattest du reden. Hallo Tengri, wir würden gerne mit dir sprechen, wenn das dir nichts ausmacht. Ja, Mann, wir haben gehört, dass du nicht ganz auf der Höhe bist. Erzähl doch mal, was ist los? Vielleicht können wir dir helfen. Okay. Seht, er hat Angst, oder? Tengri, armer Drache, alles ist gut. Wir tun das, was? Wir tun dir nicht weh, keine Angst. Also. Ja, wir wollen dir helfen. Du willst doch wieder fliegen, oder, Tengri? Warum sagst du uns denn nicht, wo das Problem liegt? Na gut. Sag schon. Ich fühle mich seltsam. Nein. Ist ein Ich. Ich bin nicht ich. Ein anderes Ich. Und er ist krank. Und deshalb kann ich nicht fliegen. Ein anderer Tengri? Denkst du, er meint? Natürlich. Er hat einen Seelenverwandten in Ollis Welt, oder? Du meinst im Motorville? Wie Mitte und ich? Aber Tengri ist ein Drache. Na, Olli? Sowas gibt's auch. Wir haben doch schon Leute mit Hirn als Seelenverwandte gesehen, oder? Du meinst so wie der Tommy und der König Tom? Ja, stimmt. Genau, und ich glaube, dass Tengri enorm empfindsame Tierseele spürt, was mit seinem Seelenverwandten da drüben los ist. Wovon redet ihr eigentlich? Ich verstehe kein Wort von dem ein, was ihr sagt. Ich kann dir jetzt nicht wirklich alles erklären. Ich erzähl's dir später. Einverstanden? Tengri, das andere Daou ist krank in seinem Herzen, verstehst du das? In seinem Herzen? Ja, aber keine Angst, wir sorgen dafür, dass er sich besser fühlt. Dann wirst du bald wieder fliegen können. Echt? Echt? Und wenn du wieder fliegen kannst, meinst du, wir können dann auf deinen Rücken reiten? Ja, klar. Ich lasse euch mitfliegen. Vielen Dank, Tengri, wir werden dir helfen, versprochen. Wow, Esther, das war ja super. Und wie? Ich hab mich so an das Mädel gewöhnt. Ich habe total vergessen, wie gut imitieren kann. Das ist eben doch eine Vertrautenhüterin. What the fuck? Hihi, Tengri. Ist kein Vertrauter, du Dummerchen. Nein, aber auch nicht gerade ein Drache, dieser Riesenschisshase. Du wärst auch ein Schisshase, wenn der Seelenverwandter krank wäre. Oder hast du schon vergessen, wie es ist, von Shadar angegriffen zu werden? Nein, und ich werde auch nicht zu so schnell vergessen. Wartet mal. Warum ist er eigentlich nicht eingeschritten, als wir mit dem verdammten Blutdrachen ausgefeucht haben? Ich bin mir sicher, dass wir etwas tun können, um Tengri zu helfen. Komm schon, sagen wir Captain Kubler Bescheid. Ich lasse es erstmal gut sein. Willst ja keinen Stress machen. So, das hat er nur überlegt, okay. Ah, jetzt muss ich wieder Kubler sagen, ihr wisst, was das Problem ist. Wir gehen nach Mutterville und machen das da. Warum erzählt ihr mir das? Warum macht ihr nicht das Problem? Warum erzählt ihr mir das? Weil das Spiel das so will. Nun, konntest du herausfinden, was so einst der mächtige Drachen seinen derartigen Duckmäuser verwandelt hat? Nun, wir haben da mal einen Verdacht, ja? Ja, mach. Dann schlage ich vor, ihr sucht nach den Heilmittelfee. Ich zähle auf euch. Oh, und hier ist noch etwas, das hier unterwegs nicht drauf geht. Riesenseen-Sonntropfen? Okay. Ui, das ist eine diese Leckerei für Eluwu, Evolu, Veränderung von Vertrauten? Das ist korrekt, mein Junge. Ich habe gesehen, dass du mit den Vertrauten kämpfst.
Und sie sahen ein bisschen schwächlich aus. Ist ja kein Wunder, dass der Rote euch beinahe weggebrutzelt hätte. Hätte ich auch nur so ein verdammt Vertrauten dieser Tropfen verspeist und die höchste Entwicklungsstufe erreicht, hätte ich mit links geschlagen. Ich glaube, die habe ich sogar schon, oder? Moment, wir haben dich doch mit links geschlagen. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Tröpfchen, vielen Dank, Kublai. Ich bin noch nicht fertig. Jede Kreatur kann beim letzten Evolutionsschritt zwei unterschiedliche Formen annehmen, welche du bestimmen kannst. Ja. Na dann, gut. Wenn du so schlau bist, verwendest du sämtliche Tropfen, die du finden kannst. Und wenn du keine findest, stellst du sie einfach selber her. Okay. Wow, eine neue Formel. Danke. Also gut, Olli. Tropfen und Vertraut sind dir ganz interessant, aber unsere Hauptaufgabe ist erstmal Tengri, nicht wahr? Naja, du hast recht. Wir müssen nach Mutterwill und Tengris Hebammen finden. Ja, die Karte will mir das sagen. Aber wo habe ich nicht schon die maximale Vertrautenstufe? Ach, ich habe noch ein Abzeichen. Wirft Schaden auf Angreifer zurück? Naja, besser als nichts, ne? Habe ich noch irgendwas? Warte, der braucht ein Schild. Die benutze ich eh nicht. Der hat auch nichts. Ich habe nichts gekauft. Ich glaube, ich habe auch immer mein Geld losgeworden, ne? 50.000? Na, ein bisschen Kaffee kaufen und schon ist das ganze Geld weg. So ist es immer, wenn man zu Starbucks geht. Wo war das jetzt mit den Füttern? Hier. Bist du schon auf der maximalen Stufe? Aber Riesensumpf drauf hat er mir gegeben. Die habe ich schon gehabt, ne? Ich bin der Meinung, der war auch jetzt auch schon auf der maximalen Stufe. Ja, geil. Ab nach Wunderville. Portal. Ja, da waren wir schon lange nicht mehr in Mutterville. Das letzte Mal, glaube ich, König Tom, ne? Oder? Ne, waren wir zuletzt hier. Waren wir noch einmal wieder hier gewesen? Ich weiß es nicht.失われし魔導兵器グラディオン。彼らの手には決して渡るはずのないものだったはず。これは想定外ではありませんかな、ジャボー殿。 おっしゃる通り、あの杖は彼らの手に渡らぬよう私が消し去ったはず。よもや別の時代で手に入れようとは。そういえばシャザール、あなた使ったでしょう、過去と交信する術を。まさか過去に飛ばされた救世主たちと接触したというの。<笑> あり得る話よ。奴らに組みして私に何の得がある。それに救世主の始末、彼に一任していたはずだが。皆様どうかご心配なさらず。策は幾重にもございます。二の国を滅びへ導く執行者として 責務は果たして参りますとね。いずれにせよ、奴らのグラディオンは魔石の力を失った不完全な状態。我らの杖とは比べようもないほどに弱い。はあ、お詳しいですな。確か失われているのよね、魔導の杖が持つべき魔力の源。そう、 魔石の力だ。故に奴らは必ず魔石を求めるだろう。止める手立てはあるのですかな。グラディオンの魔石、かの魔導をはかつて3人の従者に守らせた。彼らを長き眠りより目覚めさせるというのはいかがですかな、女王。任せよ。では漆黒の魔導士、 彼らはお前に託すことにしよう。なるほど、それは心強い。さらなる力、魔石を守護せし魔導を受け持つ三重者だ。 Irgendwas zum Kloppen und so besiegen? Kein Problem. Na egal, erstmal wieder zurück zur Story. Auf geht's, Olli. Wir müssen Tengris Seelenverwandten finden. Kennst du irgendjemanden, der dich an den großen fliegenden Drachen erinnert? Du meinst, jemanden Drachenartigen? Komm schon, Mann. Du denkst doch jeden in der Stadt, oder du kennst doch jeden in der Stadt, oder? Wenn dir keiner einfällt, kannst du rumfragen. Ich brauche nicht rumfragen, weil ich habe ja meinen goldenen Stern, der immer sagt, wo ich hin muss. Irgendwie dumm.
Ah, guck mal, wer da steht, zufälligerweise. Mirte oder wie die auch heißt, ne? Oh, hallo Oliver. Hallo Mirtle. Wie kann man da so heißen, ey? Komischer Name. Lang nicht gesehen. Vergeht die Zeit, wenn er in einer Welt auch ist, ja auch? Das wäre nicht komisch, dann würde sich ja jeder fragen, wo ist er die ganze Zeit? Wie ist denn so, für Frau Leila zu arbeiten? Ich liebe es und ich werde immer besser. Ich kenne Namen und Preise von allen Artikeln im Laden. Sehr beeindruckend, junge Dame. Auch übrigens, ich bin Sven. Ich rede nicht gerne darüber, aber ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, diese armen Kinder hier zu beschützen. Man könnte mich den ihren Hüter nennen. Mittle? Hä? Du weißt, dass du sie nicht hören kann, oder? Wie bitte? Hihi, Leute aus dieser Welt können uns wieder hören. Noch sehen, du Dummerchen. Dieses Mädchen ist meine Seelenverwandte. Siehst du das nicht? Ja, jetzt wo du sagst, fällt es mir auch auf. Ja, Mann. Die sehen sich total ähnlich, oder? Die nehmen sich aber nicht gleich. Zum Glück. Hey, was soll das denn heißen? Oliver? Kannst du Stimmen hören? Nein, ich kann nichts hören. Seltsam. Hey, willst du wissen, wie die mich in der Stadt mittlerweile nennen? Die Leute nennen mich jetzt Milchmädchen. Das ist ein bisschen peinlich, aber irgendwie mag ich es auch. Super, das ist echt toll, Mürtle. Kuscher Name. Ich kann nicht glauben, wie sich für dich alles zum Besseren gewendet hat. Du meinst, dass sie mich nicht mehr neugierige Ziege nennen? Ja, ich denke, es hat sich einiges gebessert. Ja, haha. Wuff. Oh, das ist ein bösartiger Hund. Seltsam. Irgendwie kommt mir so vor, als würde ich ihn von irgendwo erkennen. Aber ist der nicht süß? Nein. Hey, was kann? Bist du wieder ausgebüxt, Schatzi? Hä? Der Hund? Das ist... Richtig, das ist Dennys Hund. Du weißt schon, Danny, mein Nachbar. Wir gehen immer gemeinsam Gassi. Naja, ich denke kaum, dass man das als Gassi gehen bezeichnen kann. Sobald die Schule aus ist, rennen die beiden überall in der Stadt herum. Aber ich habe Danny in letzter Zeit nicht gesehen. Obwohl du nebenan wohnst? Das ist seltsam. Ja, oder? Ich weiß immer, wenn der das Haus verlässt. Ich höre ihn lachen und rufen. Zumindest ein bisschen bis vor kurzem. Du meinst also, dass er nicht mehr rausgegangen ist? Ja, vielleicht. Vielleicht ist er so. Wie ich es war. Wie ich es war. Mist, du meinst also, dass wir die neugierige Ziege geheilt haben, uns aber dafür jetzt den Stubenhocker Nummer 2 kümmern müssen? Natürlich. Stubenhocker? Tröpfchen. Was denn, Mann? Ich dachte, sie kann mich nicht hören, Mann. Weswegen bist du denn so aufgedreht? Ich denke, er will uns etwas sagen. Kahn? Was kann der schon von uns wollen? Sieht so aus, als hätte er wie einen neuen Fall für den heldenhaften Zauber mit den Tieren reden kann. Mach dich nicht über ihn lustig, Oliver. Ich weiß, dass wir nach Tengris Seelenversandten suchen, aber bitte, können wir mit Kahn sprechen? Klar, hören wir uns an, was er zu sagen hat. Nur einen Moment, bitte. Ich muss Kahn fragen, was los ist. Ah, klar. Und wie genau? Ich muss gucken, ob er uns irgendwelche Hinweise geben kann. Weil du weißt ja, Stanis Haustier und so. Halt die Klappe, Mann. Du machst es nur so schlimmer. Du bist bald schon sehr seltsam, Oliver. Aber egal, ich muss den Laden öffnen. Wir sehen uns. Und es ist mal wieder Zeit für Naturnähe. Grrr, warum hörst du nicht zu? Wie oft muss ich es so noch sagen? Mein Herrchen, er ist in Schwierigkeiten. Mist, das klingt ernst. Oh, jetzt hörst du endlich zu? Und, du kannst uns sehen? Klar kann ich, ihr seid ja auch schwer zu übersehen. Warum hört ihr nicht mal einmal zu? Ja, klar kann er uns sehen, weil Tiere empfänglicher sind und, wir haben schon zugehört, Hundi. Wir könnten nur nichts verstehen, bis Olli den Zauber gewirkt hat. Hä? Naja, du hast so wütend ausgesehen. Wir mussten einen Weg finden, mit dir zu reden. Da hast du uns etwas mitzuteilen, oder? Kahn, Schnucki. Schnucki? Oh, Entschuldigung, ich meinte Herr Kahn. Dumme Menschen, wie auch immer. Ich erzähle es dann halt nochmal. Mein Herrchen Dindy ist der beste Sportler, den diese Stadt je hatte. Und ich bin sein bester Freund, der König der Hunde, nämlich Kahn.
Könnte schwören, dass ich jemanden kenne, genauso wie du redest. Genau dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Tatsächlich. Sieht Kahn nicht ein bisschen aus wie jemand, den wir kennen? Herr Kahn, Oliver. Herr Kahn, Oliver. Aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass... Wer zum Geier soll denn das jetzt wieder sein? Kublai. Konnten wir es nur übersehen. Schaut euch doch bloß seinen Gesichtsausdruck an. Könnte fast der Kopf vom Piraten Heini auf einem anderen Körper sein, wenn du genau hinschaust, Oliver. Olli, du hast ein Adlerauge. Er redet genauso irgendwie raubeinig. Ganz schön lustig, oder? In unserer Welt hält Kubler sich Drachen, aber hier ist er das Haustier. Hey, meinst du das? Was? Man spuckt schon aus. Tengri Seenverwandter, könnte Danny sein? Wie kommst du darauf? Sieht er wie ein Drache aus oder so? Ah, ich verstehe. Kubler und Tengri stehen sich recht nah, oder? Also ergibt Sinn, dass Kahn eng mit Tengri Seenverwandten befreundet ist. Genau. Aber das heißt ja auch, dass Kublais Haustier in dieser Welt sein Herrchen wäre. Hä, vertauschte Rollen was, ein Klassiker. Ha, lass das Gekläffe und hört mir zu. Ach, tut mir leid, Herr Kahn. Hört jetzt zu. Gut, bis vor kurzem habe ich mein Herrchen und ich ständig miteinander trainiert. Ja, das habt ihr. Ich habe euch immer gesehen, wie ihr durch die Stadt gerannt seid. Ja, natürlich hast du das. Wir haben daran gearbeitet, unseren Traum wahrzumachen. Den Traum meines Herrchen, an den Landesmeisterschaften teilzunehmen. Du hast ihm ein Training geholfen? Das habe ich doch gerade gesagt. Jedenfalls hat er nicht im Läufer... Was hat das nicht im Läuferteam geschafft? Naja, niemand hat gesagt, das Leben sei einfach. Du hast recht. Aber er hat nicht aufgegeben, mein Herrchen doch nicht. Er hat einfach noch härter trainiert als je zuvor. Das ist die richtige Einstellung. Hätte ich auch nichts anderes erwartet von jemandem, der einen guten Freund wie dich hat. Aber dann ist es passiert. Vielleicht hat er zu hart trainiert. Vielleicht habe ich nicht gut genug auf ihn aufgepasst. Hat er sich verletzt, oder? Hat er deshalb aufgehört, reinzugehen und zu trainieren? Ich dachte nicht, dass er was Ernstes wäre. Ich dachte, es wird schon wieder. Und als ich gemerkt habe, war es zu spät. Was steckt also dahinter? Er hat die Zuversicht verloren. Er war so überzeugt davon, dass er das nächste Mal ins Team schafft. Und dann war alles anders. Habe ich noch Zuversicht in meiner Piole? Hey, ich wette, dass er ein gebrochenes Herz hat? Kann sein, Olli. Kann nicht sein. Das würde auch erklären, warum Tengri nicht fliegen kann, oder? Da müssen wir ihnen helfen. Herr Kahn, können Sie ihn zu unseren Herrchen bringen? Zu Ihren Herrchen? Du denkst, du könntest ihm helfen, Trottel? Ich war bei den besten Ärzten und sie konnten nichts tun. Warum solltest du das können? Der meistens, hä? Wie war der Hund bei den besten Ärzten? Das ist nichts, was ein Arzt reparieren kann, Mann. Das ist ein Herz. Das ist nämlich gebrochen. Und wir sind nun mal die Polizei, die Herzpolizei. Wir sind nun mal Profis, wenn es um gebrochene Herzen geht. Herr Kahn, Sie müssen uns vertrauen. Ich glaube, dass wir Danny helfen können. Na gut, wenn ihr ihm wehtut, werde ich eure Knochen im Garten verbuddeln. Du kennst unser Haus, oder? Ich warte auf euch. Naja, immer dasselbe. Was? Nun, ich denke, dass es vielleicht nicht schaden könnte, wenn uns Kubler an diesen Welt auch einen Gefallen schuldet. Du bist doch hier, Oliver. Hat Kahn dir irgendeinen Hinweis geliefert? Das hat er wirklich. Schlechte Neuigkeiten, bitte. Danny ist krank. Oh nein, das ist ja schrecklich. Da wusste ich ja gar nichts. Warte. Hast du wirklich mit Kahn gesprochen? Ich? Nein. Ich habe einfach herausgefunden. Es ist schlimmer als das. Ich glaube auch, dass sein Herz gebrochen ist. Ich muss ihm helfen. Ich muss ihm heilen. Entschuldige, Mittle. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Vielleicht nicht. Aber ich glaube an dich. Du hast Magie benutzt, um mich zu heilen, oder? Ja. Hey, Oliver, kann ich mitkommen? Danny und ich waren gute Freunde. Und als ich das Haus nicht verlassen konnte, habt ihr mir so sehr geholfen. Vielleicht kann ich euch dieses Mal helfen. Wow, Mütle. Dankeschön. Ist schon okay. Mütle, komm mit dir. Super, jetzt läuft sie mit dir her. Sie ist ein liebes Mädchen, oder? Hihi, natürlich ist sie das. Sie ist meine Seeverwandte. Jetzt kommst du mit? Läufst du jetzt hinterher? Ja, tut sie. So, Zuversicht fehlt die, ne? Warte, habe ich das noch in meiner Fiole? Warte, was haben wir denn da? Enthusiasmus und Zurückhaltung. Ach, Zuversicht habe ich noch gar nicht. Guck mal, das ist noch ein Fragezeichen, glaube ich. Ja, ist es. Das heißt, ich darf dann noch wieder in die andere Welt gehen oder hoffen, dass in dieser Welt irgendwo einer ist, bestimmtes Mittel zufälligerweise, die Zuversicht hat, die ich ihnen geben kann. Also ich vermute immer ganz stark, weil sie jetzt auch mitkommt eben. Das ist alles so, sowas von zufällig. Das kann ja nicht mehr zufällig sein.
Und heilige Scheiße, muss ich wieder viel reden und viel, naja, synchronisieren, würde ich jetzt nicht wirklich dazu sagen, aber eben die betexten, dass mir schon die Stimme sowas in rau wird. Und ich auf jeden Fall immer was trinken muss. So, bevor ich die Wuffel die Wuffhof anspreche, muss ich leider was trinken. Tut mir leid, aber ich sag ja, wenn die ganze Labers, das ist ja noch mehr heftiger, als wenn ich jetzt nur zu meinem Let's Play laber, sondern wenn ich die Typen hier noch synchronisieren muss, lesen, verstehen, synchronisieren und dann auch ein bisschen auf die eingehen, ne, wie sie reden. Ist schon schwer. Probiert das mal selbst. Gerade eben jetzt 20 Minuten oder 30, 40 Minuten, wie lange der Part auch noch gehen wird. Ich bin leider kein Roboter. Ich hab's versucht. Nein, das funktioniert nicht. Ich bin kein Roboter. So, Wuffi, was hast du denn? Das ist das Haus ihres Herrchen? Oder, Khan? Ja, aber ich kann es nicht weiter als bis hierher bringen. Ach, ich kann nicht weiter als hier bringen. Okay. Und er kann uns nicht sehen, oder? Sieht aus, als wäre der richtige Finnshop, Olli. Sicher. Bestimmt auch nur verschwinde! Ihr guckt, ey. Sie sind sicher, dass er drin ist? Natürlich bin ich mir da sicher. Er ist ganz allein da drin. Kannst nicht Magie benutzen, um aufzumachen, Mann? Ich werde ihn für dich rufen. Es ist das Mädchen von nebenan. Danny! Danny, bist du da drin? Ich bin's, Mittle. Kannst du mich hören? Ah, alles klar. Kommt auch nur schwarzer Rauch raus. Aber er macht trotzdem auf. Mödle, bleib zurück! Was ist das? Nicht schon wieder! Noch so ein verdammter Albtraum. Boah, was musst du dir angucken, Mittle? Komische Sachen. So, wollen wir mal gucken. Muss ich mal wieder was machen hier? Oder muss ich wieder die ganze Zeit raufhauen? Immer raufhauen. Und manchmal wieder die Schaden, ey. Ah ja, stimmt, die Albträume hauen da diese ganze, diese blöden Kugeln raus, wenn du die schlägst. Wohin ruhiger Schlaf? Was ist das? Ein Massenzauber? Okay, dann pennst du einfach nur. Aber wenn mich einen so eine blöde Kugel trifft, bin ich ja gleich wieder wach. Oh, schreib an. Ich sag ja, eigentlich bringen die anderen Zauber, die ich habe, nichts wirklich. Weil, naja, ich mache 200 Schaden, ne? Aber dann muss ich auch warten, bis Cooldown ist. Mach mal allgemeine Abwehr. Ja, okay, war richtig. Auch wenn ich nicht im Verteidigungsmodus bin. Rams. Ich wollte sagen, kriege ich wie nice. Ja, guck mal, ich habe sogar eine goldene Kugel gekriegt. Schnapp sie dir, komm und schnapp sie dir. Ah, ich krieg auch volle Dings dafür, okay? Attacke. How many damage can you make? Rams. 366. Klingt wahnsinnig viel, aber ich sag ja, ich schlag nun ein. Ich sag ja, sobald der Befehl mich gleich wieder angreift, ist das kein Problem. Komm, greif mich an. Greif mich an. Auch irgendwie stumpf, ne? Wenn die schlafen, dann, dass die, Dings hier, dass ich die auch nicht wechseln kann oder so weiter, ne? Ja, mein Vertrauter schläft, aber ich schlaf ja nicht. Ja, das ist meine Chance. Stirb. Immer raufprügeln da. 104 Schaden. 46 Schaden. Ich sag ja, selbst mein Klingenwirbel macht nicht wirklich viel. Macht zwar 400 Schaden, was viel klingt. Warum krieg ich eine goldene Kugel? Die haben zwar verteidigt, aber es haben nicht alle verteidigt. Bei vielen Gegnern müssen ja immer alle verteidigen. Ja, Affe. Hab ich nicht eigentlich ein Skills Vertrauen, die irgendwie, ja, ich wollte sagen, immun dagegen sind oder so? Oder gibt's ein Abzeichen dafür? Na, hier so eine Schärpe oder so, was ich gelegentlich hab. Vielleicht. Ich mach einfach selbst fertig. Ja, ich schlaf einfach eine Runde und ihr macht ihn aber fertig. Ich wiederhole mich ja wieder ungern, ne? I'm zu überlevelt. Der ist immer noch nicht voll aufgeladen, Mann. In den Rücken, die Drecksau. Adlauge. Achso, er zaubert Adlauge. Ich wollte gerade sagen, der Albtraum zaubert Adlauge. Na, haben sie noch allgemein Abwehr gemacht oder nicht?
Ja. Haben sie, nur ich nicht. Boah, guck mal, hier gibt's wenigstens ganz viele grüne Kugeln. Ja, ich wollte sagen, darf ich die einsammeln? Danke. Du Arsch. So, dann haben wir wieder unseren guten alten Freund raus. Dann haben wir noch ein paar Mal. Meine auf dich wegzuporten, du Nervi. Deswegen drehe ich wieder zum Einschlafen. Nee, okay, ich bin ihm wohl keine Gefahr mehr, wie scheint. Es geht auf den anderen. Oh Mann, auf abzuhauen. Ja, mach Sven wieder wach. Und schon ist er tot. Sehr gut. Wie viele Erfahrungspunkte gibst du? What? Tornado? Ja, schön. Wirklich? 4 Magiepunkte? Einzelne Gegner? Oh Gott, das brauchst du nicht. Du hast wirklich fast wie Pokémon, ne? Dass du denen nur bestimmte Attacken lernen kann und dann was vergessen muss. Bau, bau. Danny. Oliver. Oh, Oliver. Es ist dunkel geworden. So dunkel. Es war Dannys Herz. Ich habe es gespürt. Es hat geschrien. Er hat solche Schmerzen. Das ist seltsam. Muss wohl der Albtraum gewesen sein, oder? Wie? Du meinst, Mittel konnte ihn aussehen? Weiß ich doch nicht, oder? Aber anscheinend hat sie mich ja auch gehört. Vielleicht ist sie sensibler für solche Dinge als die meisten. Verdammt, es ist nicht einfach, sie so aufgewühlt zu sehen und nichts dagegen tun zu können. Meine Fresse, warum lese ich das manchmal so kacke? Ja. Hey Olli, du weißt, dass es nicht reichen wird, einfach nur den Albtraum zu besiegen, oder? Oh, es ist wie damals, als mir das passiert ist, oder? Also, welches Stück vom Herz empfiehlt Ihnen denn? Ich kann einfach nicht mithalten. Ich werde sie nie einholen. Ihm fehlt Zuversicht, oder? Oliver, wir müssen irgendwo welche besorgen. Klar, Danny, Mittle. Oliver, ich denke, ich verstehe, wie Danny sich fühlt. Es ist genauso wie damals bei mir war, wie es bei mir war. Oje, wie kann ich ihm helfen? Ist in Ordnung, Mittle. Wir werden ihm helfen, versprochen. Oliver? Danny, warte. Ich muss dein Herz heilen. Du weißt schon. Was? Was weißt du schon über mein Herz? Ich hab's nicht geschafft. Ganz einfach. Und jetzt? Mit meiner Verletzung. Ich verdiene es nicht zu laufen. Sie werden mich alle überholen. Sie werden mich alle hinter sich lassen. Und weder du noch ich können irgendwas dagegen tun. Oh, Danny. Mittel, du musst etwas für mich tun. Ich kann Danny helfen, aber ich kann es nicht sofort erledigen. Du musst eine Weile auf ihn aufpassen. Kannst du das für mich tun? Kannst du bei ihm bleiben? Sicher, Olli. Ich helfe gern so gut wie ich kann. Danke, Mittle. Ich werde in Windeseile zurück sein. Bist ein echter Held, Olli, aber du hast eine Ahnung, wo wir auf die Schnelle eine Ladung Zuversicht herbekommen? Das Zeug wächst ja nicht auf Bäumen. Naja, egal. Schatten wir den allen Leuten, in denen wir bereits waren, einen Besuch ab. In unserer Welt, meinst du? Ja, warum nicht? Da muss es irgendwo jemanden geben, der Zuversicht hat, als er braucht. Danke, Leute. Lasst uns etwas Zuversicht besorgen. Na, und ich wieder getrennte Wege. Und ich muss in die andere Welt, ne? Wie es ausschaut. Stumpf, stumpf, stumpf. Aber ich sag ja, ne? Ich muss mich um nichts kümmern. Ich muss in kein Lösungsbuch gucken. Der goldene Stern sagt mir immer, wo es links geht. Immer. Hello, we are back. Mal gucken, was meine Karte ungefähr hier sagt. Okay, wir müssen gar nicht weitergehen. Komischerweise hat er, wie scheint, die Zuversicht. Naja, er ist ja der Hund, ne? Und der Hund hat eine Zuversicht. Also, Ulf ist nicht direkt vom Hund, sondern von seinen Wesenverwandten. Auch wenn dieser Part schon lange geht, machen wir das in dieser Episode jetzt noch. Ah, ich will die nicht immer so lang machen, ne? Ah, ich glaube, dann packe ich das so in den nächsten Part. Aber dann kommt er wahrscheinlich auch schon mal die Suche wieder rein, ne? Oh, ist auch schon spät und ich muss noch so viel machen. Ich mach's den nächsten Part, aber ich werde den Part jetzt gleich aufnehmen. Gleich werde ich das aufnehmen, damit ich alles hinter mir habe. Alles hinter mir! Na, jetzt bin ich durch, weil ich nicht mehr sehen kann, nein, Clash jetzt. Aber dann habe ich wieder die üblichen 3 Parts hinter mir. Am einen Tag. Das ist das Beste, was ich machen kann. 3 Parts im einen Tag. Auch wenn sie 30 Minuten gehen und keine 15 Minuten.
Naja, wir leben wohl bis zur nächsten Episode. Dann werden wir Danny heilen und die Zuversicht von, wie ist der Typ nochmal, dieser komische Pirat holen. So sieht's auf jeden Fall aus. Sonst würde unser Kartenmaterial nicht sagen, hier. Da.